Ja, liebe Freunde der gepflegten Klaviermusik, hier ist der Ernie von Ernies Musiklernen und heute geht es um Digitalpianos von der Firma Kawai. Für mich aktuell die besten Instrumente, die man so kaufen kann. Ich sitze gerade vor einem Kawai CN17, möchte in diesem Video so ein bisschen die Unterschiede der einzelnen Klaviere darstellen. Das CN17 ist das günstigste Piano im Home-Piano-Bereich, das heißt also schön fürs Wohnzimmer. Und in Weiß, in Rosenholz und in Schwarz erhältlich. Und das klingt ungefähr so. Ich bin jetzt kein Klaviervirtuose, ihr wisst alle, dass ich Bluesgitarrist bin, aber zum Vorführen soll es reichen. Natürlich anschlagdynamisch, natürlich 88 gewichtete Tasten. Es ist die einfachste Tastatur verbaut von Kawai. Dennoch wunderbar zu spielen, für Anfänger super geeignet. Kostet 949 Euro aktuell bei mir. Ja, auch wie ihr alle wisst, immer inklusive Lieferung bis zur Steckdose im Umkreis von 30 Kilometern um Witten herum. Und danach, naja, Spritgeld vielleicht noch dazu. Weiter geht's, liebe Freunde, mit dem CN27 von Kawai. Das in der Liga nächsthöhere Modell. Der Unterschied zum CN17, was ich gerade vorgeführt habe, ist, die Tastatur ist verbessert und hat einen sogenannten Ivory Touch. Das ist so ein nachempfundenes künstliches Elfenbeingefühl. Beim Spielen etwas griffiger als die einfache Tastatur. Ansonsten einen zusätzlichen Fuß vorne noch dabei und vom Preis her 1169 Euro. Ich spiele es nochmal genauso vor, wie ich es gerade beim CN17 gemacht habe, damit man auch den Klangunterschied ein bisschen hört. Ja, meine Lieben, weiter geht's mit dem nächsten Modell aus der CN-Serie, dem CN37 von Kawai. Ja, das ist das größte Modell der CN-Serie, liegt bei 1390 Euro. Schöner, größer, schneller, weiter, höher, mit großem Display, in dem ich sofort sehen kann, welche Sounds abgerufen werden, Aufnahmemöglichkeit, Metronom. Ivory Touch Tastatur, wie das CN27 auch. Größere Lautsprecher, auch vorne den zusätzlichen Fuß noch dabei. Wunderschönes Instrument, auch in Weiß, ganz toll anzusehen, mit weißem Mocha dabei. Kleine Klangprobe auch davon jetzt. Schauen wir mal. Was zum CN37 auch noch zu sagen ist, ganz einfach zum Beispiel kann man mehrere Sounds übereinander legen. Ich lege mal einfach auf ein Piano einen Streicher und dann wird das Ganze romantisch. Natürlich kann das Singen singen. Wie Rebroff oder wie Montserrat Caballé. Ja, liebe Freunde, wir wechseln die Liga. Wir wechseln von den CN-Modellen mal zu den CA-Modellen von Kawai. Da muss man dann letztendlich schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Die CA-Modelle gehen ab 1759 Euro los mit dem CA48. Es gibt das CA58, das CA78, das CA98. Immer besser, immer schneller, immer höher, immer weiter. Ganz klar, wunderbare Lautsprecher, Onkyo-Lautsprecher verbaut. Aber das Wichtige ist,
Die Tastatur ist verändert. Und zwar haben alle CA-Modelle tatsächlich eine richtige Holztastatur. Ich zeige mal einmal die Tastaturen, die in den CN-Modellen verbaut sind. Sehen so aus, empfinden natürlich nach Responsive Hammer-Action-Tastatur. Müssen ja alle Schritte des normalen Klavierspiels von der Technik her nachvollziehen. Deshalb hier diese etwas gebogene, ja, computerberechnete Leiste mit dem Gegengewicht. Tastatur aus Kunststoff. Und hier kommen wir in die Bundesliga, beziehungsweise, ja, eigentlich ist die CN-Serie die Bundesliga, die Nationalmannschaft stellt sich vor. Holztasten mit Ivory Touch belegt, also mit dem Kunststoff, das diesen Elfenbein-Effekt hat, dass die Taste nicht so rutschig ist, sondern schön griffig. Eine lange Taste und wie bei einem Flügel wird die Saite von unten angeschlagen. Und das ist natürlich nochmal ein verbessertes Spielgefühl. Sehr dynamisch. Ich sag mal, bei den einfachen Instrumenten liegt die Dynamik zwischen leise und laut in diesem Bereich. Hier kann man sich bewegen und hier kann man dann sein Gefühl ins Spiel geben. Bei den CA-Modellen mit der langen Tastatur ist das immens erweitert. Man kann also ganz, ganz, ganz dynamisch spielen. Und ich sitze vor dem Top-Modell, dem CA98, dann noch in Schwarz-Hochglanz. Wir sind in der Preislage 4000 Euro. Ich sag mal, dafür kriegt man, wenn man auf dem normalen Pianomarkt guckt, wahrscheinlich schon ein einfaches Piano. Aber um den Klang dieses Instruments hier zu bekommen, da muss man schon, ich sag mal, nördlich der 10.000 Euro angreifen. Und es klingt ungefähr so. Und die Optik, ich brauche nichts zu sagen, Schwarz-Hochglanz, schöner geht's nicht, so wie ich mir auch ein Piano vorstellen würde. Hier sind wir in der Spitzenklasse angelangt und alles bei mir erhältlich, immer inklusive Lieferung, bis zur Steckdose aufgebaut und 5 Jahre Garantie auf alle Instrumente CN und CA. Einfach zu mir kommen, den Rest regeln wir hier vor Ort. Tschüss! Fällt mir nicht mehr ein.